Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Philipp von Warburg von der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung. Und als erstes möchte ich einen kleinen Technik-Chat machen. Schreiben Sie doch bitte rechts unten in den Chat, wenn Sie mich hören, vielleicht auch noch kurz von wo, dass Sie teilnehmen. Dann weiß ich, dass soweit alles funktioniert. Also, wenn Sie mich hören, wenn Sie dabei sind, dann bitte rechts unten kurz reinschreiben. Sehr schön. Ja, da ist jemand am Wörthersee. Sehr schön. Da wäre ich jetzt auch gerne, aber ist ein anderes Thema. Dann haben wir hier Dortmund. Tonqualität scheint sehr gut zu sein. Aus dem Erzgebirge haben wir einen Teilnehmer. Aus dem Westerwald, aus Essen. Gut, ich lese jetzt nicht alle vor, aber das Ganze scheint zu funktionieren. Ich möchte Sie auch nicht lange aufhalten mit Informationen über mich selber. Sie können mich googeln, wer mich noch nicht kennt, aber ich habe gesehen, auf der Teilnehmerliste müssten mich alle soweit kennen oder zumindest schon mal gesehen oder gehört haben. Und darum möchte ich auch gleich in das Thema einsteigen. Ich habe Ihnen versprochen, ich zeige Ihnen aktuelle Themen zum Bereich Homepage, vor allem natürlich in Bezug auf Digidoor. Wir haben ja seit vielen, vielen Jahren den Digidoor-Baukasten für unsere angeschlossenen Partner und da halte ich Sie heute auf dem Laufenden. Das Ganze wird aufgezeichnet. Sie bekommen automatisch, dass Sie sich angemeldet haben, bekommen Sie automatisch eine E-Mail. Im Anschluss lassen Sie uns da bitte ein bisschen Zeit. Die E-Mail kommt wahrscheinlich morgen mit der Aufzeichnung, da können Sie alles nochmal in Ruhe anschauen. Gut, dann bekommen Sie in der E-Mail, die wir dann verschicken, auch noch einen weiteren Termin. Und zwar habe ich beschlossen, ich möchte das Thema dann noch vertiefen, damit Sie die Möglichkeit haben, auch nochmal ganz konkret Fragen zu stellen zu einzelnen Dingen in dem Baukasten selber. Heute reicht uns einfach die Zeit nicht, um alles wirklich bis ins kleinste Detail anzuschauen. Und drum bitte schon mal notieren. Ich komme am Schluss dann nochmal drauf. Notieren Sie sich bitte den nächsten Dienstag. Das ist dann der 10. September. Nächsten Dienstag, 10. September. Ebenfalls um 9 Uhr machen wir eine kleine Sprechstunde. Und da können wir uns dann interaktiv austauschen und Ihre Wünsche und Ihre Fragen entsprechend beantworten. Gut, wenn sich Fragen ergeben zur Technik, dann haben wir zwei sehr kompetente Mitarbeiter, den Herrn Hoxhey und die Frau Brandl. Da bitte einfach an die beiden Personen wenden. Sie sehen unten die Kontaktdaten. Die können Ihnen auf jeden Fall weiterhelfen und natürlich unterstützen wir Sie gerne auch bei der Erstellung einer eigenen Webpräsenz. Steigen wir rein ins Thema Marketingplattform Digidoor. Ich schreibe absichtlich Marketingplattform. Der eine oder andere kennt vielleicht Digidoor noch von früher. Damals hieß es Experten-Homepage. Es war eine reine Homepage. Dann ist der ganze Bereich Marketing, sprich Kampagnen, ist dazugekommen. Mittlerweile ist wirklich ein sehr umfassendes Baukastensystem, mit dem Sie Webseiten, Homepages, Landingpages, Kampagnen etc. etc. machen können. Und die Frage, die immer wieder mal gestellt wird, ja, wie viele Seiten kann ich denn machen? Darum habe ich es gleich hier dazu geschrieben. Wenn Sie einen Zugang haben zu dem Paket, dann können Sie eine Homepage machen und so beliebig viele Landingpages, wie Sie möchten. Und Landingpage ist in dem Sinn auch eine Kampagnenseite, also unbeschränkt viele Kampagnenseiten, / Landingpages können Sie bauen. Aber Homepage, also Ihre Firma, hat einen Webauftritt. So können Sie das machen. Natürlich bieten wir die Möglichkeit, hier auch Zusatz-Add-ons, nenne ich das Ganze mal, hinzuzubuchen für vergünstigte Preise. Das schauen wir uns dann noch an. So, wenn Sie noch kein Digidoor haben, für alle neuen Benutzer, klicken Sie auf den Link, beziehungsweise Sie können den ja jetzt nicht anklicken, aber gehen Sie auf unsere Webseite deutsche-ruhestandsplanung.de, da gibt es einen Bereich Homepage. Da finden Sie nochmal alle Informationen und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Ganze zu testen. 14 Tage einfach mal einen Zugang holen, bei uns bestellen. Die Formulare sind alle hinterlegt und dann können Sie schauen, ob das etwas für Sie ist. Was ich auch noch kurz
Ihnen zeigen möchte, das jetzt einfach nochmal von der Preisgestaltung. Ja, ich weiß, wir müssen alle sparen, Fixkosten sind des Kaufmanns Tod, aber nichtsdestotrotz denke ich, wir haben hier wirklich einen attraktiven Baukasten zum Preis über die Deutsche Ruhestandsplanung zum Preis von 39 Euro. Wenn Sie es direkt über den Anbieter, sprich Digidor, machen würden, würde der 65 Euro kosten, weil das, wie gesagt, nicht einfach nur eine kleine Website ist. Es ist kein Homepage-Baukasten. Es ist noch viel mehr und drum das heutige Webinar, damit Sie hier einfach einen Einblick bekommen. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben oder hier einen kompletten Neuaufbau haben möchten oder Sie positionieren sich noch in einem weiteren Thema, dann kommen Sie auf uns zu, dann helfen wir Ihnen natürlich gerne bei der Erstellung. So, bevor wir auf die Funktionen eingehen, möchte ich Ihnen mal kurz einen Überblick geben, warum das Ganze wichtig ist, einen sauberen Webauftritt zu haben, weil wir möchten ja alle Kunden haben, ist ja das Ziel. Wir möchten Umsatz machen. Wir möchten unsere Dienstleistung verkaufen. Und eine Frage, die wir natürlich immer wieder mal hören, es besteht nach wie vor manchmal die Annahme, ich mache eine Webseite und dann kommen die Kunden zu mir. Das ist leider natürlich nicht der Fall. Und die Aussage, keiner kommt auf meine Webseite, ja, wie gesagt, die hören wir öfter mal. Hier drei Beispiele. Erstens, wenn die Ergo eine neue Agentur eröffnet, habe jetzt einfach mal die Ergo genommen, aber diese niemand findet, wird keiner dort vorbeigehen. Wenn BMW ein neues Auto entwickelt, aber niemandem davon erzählt, wird es auch keiner kaufen. Und der dritte Punkt, Agricola wird nie an Coca-Cola vorbeikommen, weil Coca-Cola viel mehr Bekanntheit, Geld, Ressourcen etc. hat. Das sind einfach mal drei Thesen, die ich hier aufgestellt habe, und jetzt schauen wir uns die kurz an. Warum ist denn das so? Der erste Punkt, die Ergo macht eine neue Agentur, aber sie ist nicht zu finden, weil sie nicht präsent sind im Internet. Bedeutet für Sie, Sie müssen präsent sein mit Ihrer Agentur, mit Ihrem Maklerbüro und Sie müssen gefunden werden können. Das Ganze nennt man Pull-Marketing, das heißt, Sie positionieren sich beispielsweise bei Google entsprechend oder mit Ihrem Google-Profil, mit dem My Business-Profil. Das heißt, damit Personen, die nach Ihnen suchen, ich rede jetzt hier natürlich von der Online-Welt, damit sie die auch finden, Auffindbarkeit. Der zweite Punkt, BMW entwickelt ein neues Auto, aber erzählt niemand davon. Also hier geht es um die klassische Werbung, um das sogenannte Push-Marketing. Also ich habe eine Botschaft, ich trage die nach außen. Und wie macht man das heutzutage? Ja, beispielsweise Social Media, Facebook, LinkedIn, über X, über andere Kanäle, wie Sie möchten. Da gehört auch WhatsApp dazu. Aber dieses aktive nach außen gehen, natürlich auch Newsletter oder Mailings gehört auch dazu. Dieses Push-Marketing, ich gehe nach außen. So, der dritte Punkt, Agricola wird nie an Coca-Cola vorbeikommen. Also das wird nie funktionieren. Agricola wird nie größer sein, das ist eine Illusion, das haben die aber auch nicht vor. Hier geht es darum, um die Positionierung, um die Marke. Probieren Sie mit Ihrem Maklerbüro eine Einzigartigkeit herauszufinden, eine Positionierung, mit dem Sie rausgehen, dann werden Sie auf diese Positionierung wahrgenommen und das ist dann quasi das Thema Markenaufbau. Beispielsweise, wenn Sie stark sind im Bereich BU oder Edelmetall oder andere Dinge, dann probieren Sie das Thema groß zu schreiben, weil mit dem anderen Thema, beispielsweise, ich mache alle Versicherungen, ich mache alle Geldanlagen, ich habe alle Fonds, die Sie kaufen können, habe ich bei mir, dann wird es einfach schwierig, weil es da größere gibt, die deutlich weiter vor Ihnen liegen. Gut, also Fakt ist, nur weil Sie eine Homepage haben, wie es Millionen andere gibt, wird niemand gezielt auf ihre Seite kommen. Okay? Also ich habe nicht, wird niemand auf ihre Seite kommen. Natürlich kommen Leute auf ihre Seite, aber nicht gezielt. Also da wird irgendjemand wird mal was googeln und durch Zufall auf ihre Seite stoßen. Aber es geht hier wirklich darum, Sie müssen gut positioniert sein mit einer guten Homepage. Das Ziel ist bei, man sagt immer bei Google auf die erste Seite kommen. Warum? Wenn ich nach etwas suche, zum Beispiel
Unfallversicherung Mühldorf am Inn, dann ist das Ziel, mit diesem Suchergebnis möglichst weit oben zu sein, damit ich die Chance habe, dass der Interessent dann tatsächlich auf meinen Link klickt und auf meine Webseite kommt. Beachten Sie, steht jetzt hier nicht, aber beachten Sie, wenn Sie mit dem Suchbegriff dann wirklich tatsächlich oben sind, ich nehme jetzt nochmal Unfallversicherung Mühldorf am Inn und der Interessent klickt drauf, dann muss er abgeholt werden. Also wenn auf der Webseite dann steht Edelmetall Oberbayern, dann wäre der Interessent nicht abgeholt und der würde wahrscheinlich abspringen, weil sein Problem auf Ihrer Seite nicht gelöst wird. Also schauen Sie, dass das einigermaßen zusammenpasst. Da kommen wir dann natürlich noch drauf im Detail. Da geht es um Suchbegriffe, da geht es um Keywords, da geht es um Seitenbeschreibung, um andere Dinge. Aber wie gesagt, da haben wir dann Folgetermine und auch bereits schon fertige, sehr gute Videos, wo das Ganze erklärt wird. Also Punkt 2. Machen Sie Werbung, egal ob organisch, sogenannt organisch oder bezahlt. Organisch heißt, das wächst. Sie schreiben Artikel, Sie positionieren sich, Sie machen Postings. Das heißt, Sie wachsen organisch von sich aus, ohne Geld in die Hand zu nehmen, außer natürlich Aufwand und Arbeit. Und die andere Möglichkeit ist bezahlt. Also Sie schalten eine Werbung bei Google, bei Facebook, wie sie alle heißen. Das können Sie natürlich auch machen und probieren so Interessenten einzusammeln. Der dritte Punkt ist, Sie besetzen wirklich Themen, die es nicht überall gibt. Das ist natürlich das Nonplusultra. Das heißt, Sie haben wenig Wettbewerb, wenig Mitbewerber und Sie positionieren sich auf sogenannte Schlüsselthemen. Eins habe ich vorhin schon gesagt, zum Beispiel Edelmetall oder Edelsteine oder andere Dinge. Wenn Sie jetzt sagen, ja, natürlich mache ich Edelmetall, aber ich mache auch Versicherungen und Investmentfonds und andere Dinge, dann ist das gut und richtig, dass Sie das anbieten, weil Sie möchten ja auch eine möglichst umfassende und breite Dienstleistung haben. Aber positionieren Sie sich auf einem speziellen Gebiet, den Rest machen Sie dann über Cross-Selling. Also das ist immer besser, spitz in den Markt zu gehen, als zu sagen, ich habe alle Produkte. Es wird einfach schwierig in der Wahrnehmung, weil es wird niemand googeln nach Makler mit allen Produkten. Die Leute suchen oder googeln, sagt man ja, suchen immer nach Problemlösungen. Also zum Beispiel, wie kann ich mein Haus bestmöglich absichern, beispielsweise. So, und dann müssen Sie kommen. Also, soweit schon mal zum Hintergrund, Grundgedanke von der Webseite, wie die aufgebaut ist, wie sie positioniert sind. Und wie gesagt, ganz wichtig ist die Positionierung des Gewerbetreibenden. Schreiben Sie, was Sie bieten und was Sie können. Schreiben Sie das drauf. Schreiben Sie nicht zwingend über Produkte, weil, wie gesagt, Produkte sind austauschbar, Produkte gibt es überall. Schreiben Sie, was Sie einzigartig macht. Welche Lösungen können Sie bieten? Was können Sie besser wie andere? Probieren Sie das zu formulieren. Und ganz wichtig ist auch, wie ist der erste Eindruck? Also wenn jetzt wirklich jemand auf Ihre Seite kommt, was sieht der Interessent? Ist das ansprechend? Ist da ein schönes Bild beispielsweise? Oder wird er abgeholt? Ist das Ganze gut lesbar? Etc. etc. Ja, und dann natürlich ganz wichtig, Selbstbild versus Fremdbild ist auch immer ganz gut. Ich würde jetzt sagen, ich habe auch eine tolle Webseite, aber ist die wirklich so toll? Sind das meine Kunden auch so, meine Interessenten? Wenn ich die Seite mal anderen zeige, sagen die vielleicht, ja, ist super, aber viel zu verspielt oder zu viele Animationen oder zu wenig Animationen. Da gibt es ja tausend Dinge, die man reinstellen kann. Ist das wirklich so? Also holen Sie da auch Ihr Fremdbild, ein Fremdbild ab. Und ganz wichtig auch, wenn mich jemand bei Google sucht, was findet er dann über mich? Probieren Sie das einfach mal aus. Gehen Sie in Google oder Bing oder andere Suchmaschinen, geben Sie einfach mal sich selber ein, so wie Sie sich suchen würden oder wie andere Sie suchen würden und schauen Sie einfach mal, was dann rauskommt. Ist das das, was Sie wirklich beschreibt? Sind da Ihre Fähigkeiten, Ihre Einzigartigkeit, Ihre geniale Erfahrung, kommt das da wirklich raus? Oder ist das nicht spannend, zu wenig spannend, zu wenig attraktiv, dass jemand draufklickt? Probieren Sie das aus.
Ja, warum ist Positionierung wichtig? Haben wir schon angesprochen. Natürlich Wahl der Seitentitel, die Seitenbeschreibung, was passen die Schlüsselwörter und natürlich auch die Inhalte. Also der Interessent muss erkennen, wozu er sich gerade an Sie wenden soll und welches Problem Sie lösen können und was habe ich davon als Kunde, dass ich zu der Person, zu dem Gewerbetreibenden XY gehe. Wenn Sie das beschrieben haben, möglichst auf der ersten Seite, dann haben Sie schon mal eine gute Chance, dass derjenige, der auf Ihre Seite kommt, dort auch wirklich bleibt oder zumindest mal sich näher damit beschäftigt. Und wie schon gesagt, Menschen suchen nach Produkten, Dienstleistungen, Namen und Orten. Das einfach nochmal als Ergänzung, beispielsweise Versicherungsmakler Weinheim oder Silberanbieter Mühldorf am Inn oder anderes. Also schauen Sie, dass auch Ihre Ortsangabe in den Namen und auf den Seiten vorkommt. Ich weiß, Sie können potenziell über Online-Kanäle können Sie ganz Deutschland abdecken. Das ist mir bekannt. Aber die Leute suchen halt einfach nicht deutschlandweit. Die suchen halt nach wie vor auf Regionen bezogen. Gut, Push-Marketing. Wären Sie bei Ihrer Zielgruppe sichtbar? Also, wir haben schon gesagt, wären Sie auf Social Media aktiv? Versenden Sie Newsletter? Veröffentlichen Sie auch Videos auf YouTube? Ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Ihre Botschaft muss in die Welt. Nur wenn Sie was sagen, wenn Sie was erzählen, nach außen tragen, nur dann werden Sie wahrgenommen. Der zweite Punkt, Sie müssen in die Wahrnehmung. Also in den Sichtbarkeitsbereich, sage ich hier mal, Ihrer Zielgruppe. Also wenn jemand ein Problem hat, dann muss Ihr Name fallen als Problemlöser. Sie müssen als Experte wahrgenommen werden. Wenn Sie das schaffen, können Sie einen Kundenstamm aufbauen. Und der letzte Punkt, der oft ignoriert wird oder einfach nicht so auf dem Schirm steht, Sie müssen im Postfach immer ganz oben sein. So, Sie bekommen sicher ganz viele Newsletter am Tag, ich auch. Warum verschickt ein Absender so oft ein Newsletter? Hat er wirklich jeden Tag neue Informationen? Ja, einige haben es, viele aber auch nicht. Das Ziel ist, von einem Newsletter im Postfach immer ganz oben zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt mein Smartphone in die Hand nehme und ich schaue meine E-Mails an und ich schaffe es, dass ich als Anbieter zu oberst bin, dann ist das das Erste, was ich sehe. Das heißt, wenn Sie ein Newsletter-Marketing machen, Sie schicken Informationen raus, einfach aktuelle Themen. Ich weiß, das ist unglaublich viel Arbeit. Dann probieren Sie, möglichst oft was zu schreiben. Es muss nicht viel sein. Der Newsletter muss nicht ewig lang sein. Probieren Sie, kleine Newsletter zu machen und schicken Sie den möglichst, wenn es irgendwie geht, möglichst täglich raus. Warum? Immer wenn der Kunde auf sein Handy schaut oder in sein Postfach schaut, sind sie ganz oben. Und das ist hier an sich die wichtigste Botschaft. Es gab vor vielen, vielen Jahren mal eine französische Anbieterin, das war eine einzelne Person. Die Dame hat Informationen über Mode rausgeschickt und die hat es geschafft, einen Newsletter-Verteiler von 1 Million Abonnenten zu bekommen. Und die hat jeden Tag, hat die nur einen Satz rausgeschickt. Einfach was gerade aktuell ist. Irgendwas, jeden Tag eins. Die Leute haben es gelesen, weil es sehr wenig war. Die mussten nicht so viel lesen, aber die waren immer ganz oben. Und dann hat sie, an einem Tag hat sie ihr eigenes Produkt angepriesen in dem Newsletter und die wurde Multimillionärin mit einem einzigen Newsletter. Ich weiß, wir werden das wahrscheinlich nicht schaffen. Die Chancen stehen leider nicht so groß, nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Denkansporn und eine mögliche Idee, öfter mal einen Newsletter zu verschicken, damit ich einfach im Kopf meiner Interessenten bin. Also, was zieht denn Interessenten überhaupt an, wenn die auf die Webseite kommen? Ganz wichtig, probieren Sie sogenannte Trust-Siegel einzubauen. Sie kennen das, Sie gehen auf eine Webseite, oben stehen vielleicht so irgendeinen markanten Spruch, dann drei Punkte, die Sie lösen und dann kommen ganz viele Logos.
Da können Sie auch den BDRD reintun, wenn Sie da Mitglied sind. Da können Sie die deutsche Ruhestandsplanung reintun. Da können Sie dazu schreiben, dass Sie mit uns zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also die ganzen Logos, die Siegel, die Sie haben, die kommen unglaublich gut an, weil das einfach Vertrauen schafft. Also TÜV ist so ein Beispiel oder der, wie heißt der, blaue Engel und solche Dinge. Das kommt einfach gut an bei den Leuten. Rezensionen, Testimonials von Kunden. Bitte unbedingt die Kundenfrage nach Empfehlungen und auch Testimonials. Wie zufrieden waren Sie? Google-Rezensionen oder eigene, packen Sie die auf die Webseite, weil die Menschen halt immer noch von Menschen kaufen und auch schauen, haben das andere gekauft. Ist ja eines der Erfolgsrezepte von Amazon. Die haben das schon immer so gemacht. Unten beim Produkt steht immer, Kunden haben auch gekauft, diese Produkte wurden auch gekauft, die Leute waren so und so zufrieden mit den Sternchen. Also ist eines der Erfolgsrezepte, warum die Leute hier aktiv werden. Dann spannende Texte mit Mehrwert, ist unglaublich wichtig. Schreiben Sie nicht nur einfach die Produkte, die Sie vertreiben, klar, ist alles wichtig und richtig, aber probieren Sie spannende Texte zu schreiben. Das Ganze geht natürlich mittlerweile auch mit KI, mit ChatGPT oder Gemini oder anderen Dinge. Wenn wir Zeit haben, können wir da noch kurz reinschauen, wie man sowas machen könnte. Oder wir schauen es dann nächste Woche an, am nächsten Dienstag. Also das ein wirklich hervorragendes Tool, um hier spannende Texte zu bekommen. Aktuelle Infos, ganz wichtig für sogenannte Wiederkehrer. Wenn Sie zum Beispiel einen eigenen Blog schreiben und Sie den Blog nennen Sie alle 14 Tage die neuesten Informationen, die auch Sie als Privatperson betreffen, als Arbeitstitel, dann haben die Leute den Ansporn, wieder auf ihre Webseite zu kommen. Und so bekommen Sie natürlich auch den sogenannten Traffic. Sie steigen im Google-Ranking, Sie werden öfter gefunden, Sie steigen in den Suchergebnissen von Google. Dann natürlich passende Seitenbeschreibung, gute Keywords wählen, also das, was sie ausmacht, einwandfreie rechtliche Angaben, das Ganze geht natürlich mit Digidoor. So, und jetzt gehen wir dann gleich in die Live-Präsentation in Digidoor selber rein, aber bevor ich Ihnen Digidoor jetzt zeige, ein paar Tipps. Ich mache auch schon seit einigen Jahren Webseiten, ja, seit 25 Jahren sogar, und es gibt einfach immer wieder mal Punkte, die sind wichtig in der Vorbereitung. Also der erste Tipp, machen Sie einfach auf Ihrem Ordner, auf Ihrem Laptop oder Computer, legen Sie einen Ordner an, der heißt zum Beispiel Homepage, und da drin legen Sie die ganzen Dokumente, Bilder, Texte etc. ab, die Sie verwenden auf der Webseite. Wenn irgendwo mal was schief geht beispielsweise, dann haben Sie alles sauber organisiert. Sie haben die Daten nicht nur auf der Webseite, sondern quasi ein Backup. Und auch ganz wichtig, Sie haben einen Nachweis. Das ist dann wichtig, wenn irgendjemand sagt, der Text ist aber von mir, Urheberrechtsverletzung, oder auch Sie haben ein Bild verwendet. Nachträglich werden Sie angeschrieben von einem Anwalt und der sagt, nein, das Bild ist aber von ihm. Solche Dinge, dann haben Sie den Nachweis und Sie haben es nicht nur auf der Webseite, sondern Sie haben quasi das Original. Also das ist ganz wichtig, machen Sie das bitte. Punkt 2, stellen Sie im Ordner mit den Bildern und Fotos, können Sie die Abmessungen einschalten. Das ist ganz wichtig, weil viele Webseiten haben Bilder, die sind viel zu groß. Beispielsweise hier ein Bild von einer Sonnenblume, 6000 mal 4000 ist viel zu groß. Und wenn Sie das jetzt hochladen würden, dann würden Sie auf einen Blick sehen, das ist viel zu groß, das muss ich kleiner machen. Also das hilft Ihnen auf jeden Fall schon mal zu erkennen, wie groß die Bilder sind. Dann ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ganz, ganz, ganz wichtig. Verwenden Sie Bilder, die Emotionen zeigen, die animieren zum Weiterlesen, bei denen man hängen bleibt. Sie können natürlich sogenannte Stockfotos nehmen aus dem Internet, die können Sie kaufen. Es gibt auch viele kostenfreie bei Pixabay oder Unsplash beispielsweise. Noch besser, machen Sie eigene Fotos. Die Bildgeneratoren mittels KI, die sind mittlerweile so gut, dass sich das wirklich lohnt, auch hier eigene Bilder zu machen. Sie haben kein Urheberrechtsproblem. Sie können die Bilder genauso machen, wie Sie es gerne hätten. Also hier beispielsweise
einfach, die habe ich jetzt selber gemacht und rauskopiert. Ja, nehmen wir das rechts unten. Ruhestand ist wie eine Gefängnisstrafe, wenn man zu wenig Geld hat. Also so ein Bild zu finden oder selber zu erstellen, wie das Fotograf, wird schon eher schwierig. Drum, das machen wir einfach mit KI und das funktioniert sehr gut. Wenn wir Zeit haben, schauen wir das an oder sonst, wie gesagt, nächste Woche. Tipp 4, wenn Sie zwei Bildschirme verwenden und die meisten haben zwei Bildschirme, dann öffnen Sie Digidoor, also sprich den Editor auf einem Bildschirm und die fertige Webseite auf dem anderen Bildschirm. Warum ist es gut? Wenn Sie irrtümlich irgendwas löschen, dann haben Sie auf der anderen Seite haben Sie noch die fertige Homepage und können es da wieder wegkopieren. Also beispielsweise, Sie schreiben so einen Text, irrtümlich wird der gelöscht, dann können Sie den Text auf der anderen Seite einfach copy-paste und Sie haben den noch. Wenn Sie den Text gelöscht haben und Sie veröffentlichen oder aktualisieren die Webseite, dann ist der wirklich weg. Und drum, also ich arbeite immer mit zwei Bildschirmen, dann ist im Notfall, ist das immer noch da. Nächster Tipp, Einfügen von Inhalten auf Microsoft Word. Da gehe ich jetzt kurz drüber. Also bitte als Text einfügen, nicht Steuerung V oder einfach einfügen, weil sonst die ganzen Sonderzeichen, Steuerungszeichen, Formatierungen etc. mitgenommen werden. Also probieren Sie es immer als reinen Text einzufügen. Schauen wir uns aber nächste Woche an. Und der letzte Tipp, mobile Visitenkarte ist auch ganz gut, weil viele schauen natürlich die Webseite auf dem Handy an und dann ist es von Vorteil, wenn man einfach kurz eine sogenannte mobile Visitenkarte zeigt. Die können Sie ein- oder ausschalten, wie Sie es gerne haben möchten. Gut, hier nochmal die Preise bzw. der Link. Gehen Sie einfach auf unsere Webseite und holen Sie sich da Digidoor. Jetzt gehen wir live in das System. Ich teile jetzt gleich meinen Bildschirm. Eine Frage war hier noch, ist ein täglicher Newsletter nicht so nervig? Ja, das müssen Sie wirklich selber entscheiden. Also ich habe Newsletter abonniert, die kommen wirklich täglich. Ich warte da auch wirklich immer drauf, weil ich weiß, da kommen wirklich gute News, aktuelle News. Wie gesagt, das ist mit unglaublich viel Aufwand verbunden, aber das können Sie selber entscheiden. Also jetzt rein den Newsletter über beispielsweise Versicherungsthemen oder so täglich würde ich jetzt auch nicht machen. Aber probieren Sie, einen regelmäßigen Newsletter zu machen. Also nicht drei hintereinander und dann wieder einen Monat lang nicht. Denken Sie einfach zum Beispiel an den Tatort. Tatort kommt immer Sonntagabend 20.15 Uhr. Da wissen Sie genau, aha, jetzt kommt die Sendung. Probieren Sie es so mit dem Newsletter aufzumachen. Darum gibt es so Redaktionspläne und andere Dinge, ist ganz wichtig. Weil dann wissen die Leute, oder das ist so eine gewisse Regel und Leute mögen halt so konstante Dinge. Was kostet die Hilfe bei der Erstellung der Seite? Das nehme ich noch kurz mit. Da gibt es zwei Dinge. Also wenn das einfach Unterstützung ist von unserer Seite, dann kostet das nichts. Wenn Sie uns den Auftrag geben, eine Seite zu bauen, also komplett zu bauen mit all Ihren Angaben, dass die dann wirklich fertig ist, das kostet einen Obolus, da müsste ich selber kurz nachschauen, kostet irgendwas um die 200 Euro. Dann würden wir das für Sie machen. So, jetzt gehen wir aber in Digidoor und zwar habe ich einen Kollegen gefragt, ob ich seine Seite zeigen darf. Der ist damit einverstanden. So, Sie sehen gleich die Seite. Jetzt müssten Sie sehen. Okay, also wir sind jetzt in Digidoor. Wie gesagt, ich habe hier einen Makler bei uns, der Herr Wieland, der ist einverstanden, dass ich einfach seine Seite zeige. Und da gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Ich weiß, dass einige von Ihnen auch schon mit Digidoor arbeiten über uns. Und wenn es bei Ihnen ein bisschen anders ausschaut, also vor allem hier bei Benutzerkonto, wenn bei Ihnen hier Einträge fehlen, dann kann es sein, dass Sie noch das alte Baukastensystem verwenden. Das ist ein bisschen günstiger, weil dann haben Sie noch diesen alten Bestandspreis. Aber wenn Sie sagen, nein, Sie möchten auch Kampagnen haben, Sie möchten Postings machen und andere Dinge, dann müssten Sie dieses kleine Upgrade machen in die sogenannte neue Welt. Dann bekommen Sie den neuesten Baukasten und können dann alle Dinge verwenden. Die Preise, habe ich vorhin gerade gezeigt, sind 39 Euro. Da ist alles dabei.
Gut, also, dann haben Sie hier zuerst mal das Dashboard. Da sehen Sie schon, was alles eingeschaltet ist. Der Kollege Wieland hier hat zum Beispiel den Marketing Autopilot eingeschaltet. Also er verwendet wirklich ein monatliches digitales Kundenmagazin, welches per E-Mail verschickt wird. Er hat hier Beiträge, die verschickt werden, kann man alles entsprechend einstellen und dann hier oben unten eine Übersicht der ganzen Marketingaktivitäten. Er ist da wirklich sehr fleißig, beziehungsweise sein System ist halt sehr fleißig. Also schauen wir mal hier, was gepostet wird. Kann ich einfach draufklicken und dann haben wir das Thema: Schützen Sie Ihren Betrieb. Also da verschickt er diese Kampagne, die geht automatisiert auf seine Webseite, auf die entsprechende Kampagnenseite. Das wird alles vom System gemacht. Läuft jetzt über Facebook. Oder ich nehme jetzt einen anderen. Hier machen wir mal LinkedIn. Thema Rechtsschutzversicherung wird automatisch verschickt und so weiter und so fort. Also, Sie sehen hier schon auf den ersten Blick, das Ganze ist geplant vom System für den 7.9., also sprich heute, ab heute in 4 Tagen um 17:48 Uhr, würde das automatisiert über LinkedIn rausgeschickt. Und jetzt, wenn Sie sagen, oh, Rechtsschutzversicherung kenne ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht, dann können Sie das hier entweder verändern oder Sie können das auch stoppen. Also Sie können jeden einzelnen Beitrag, den das System verschickt, können Sie stoppen. Wenn Sie es nicht machen, wird er rausgeschickt. Haben Sie Sichtbarkeit. Also das heißt, hier werden Sie schon mal massiv unterstützt vom System, indem Sie einfach nicht jeden Tag oder jede Woche sich hinsetzen müssen und überlegen müssen, was schreibe ich denn? Sie haben hier das Ganze wirklich automatisiert. Gehen wir mal noch kurz in Oktober. Sie sehen da genau, was da läuft. Und so können Sie das Ganze steuern. Also, das zum Dashboard. Jetzt gehen wir mal kurz in die Homepage. Homepage ist ein, ich sage jetzt mal, normaler Baukasten, mit dem Sie die Webseite verändern können. Also hier natürlich klassische Startseite mit Texten. Da ist ein Video eingebunden, warum Ruhestandsplanung wichtig ist und so weiter und so fort. Einfach die Elemente, die kennen Sie mittlerweile. Homepages sind ja nichts mehr Neues. Dann die ganzen Menüpunkte und so weiter und so fort ist hier alles drin. Da kann man alles entsprechend verändern. Man kann das Design verändern, den Logobereich, also alles, was hier oben ist. Und dann natürlich auch interessant ist immer eine Auswertung. Wie viele Leute kommen denn überhaupt auf meine Webseite? Ist die ansprechend? Und so weiter und so fort. Können Sie hier nachschauen. Nehmen wir mal den Juli. Der ist da sehr gut gelaufen. Da sind 517 Personen auf die Homepage vom Herrn Wieland gekommen. Dann hier Besucher mit großem Interesse. Das heißt, die waren relativ lange drauf oder sind wiedergekommen. Das können Sie hier auswerten. Und wenn wir jetzt einfach mal kurz zurückschauen in das letzte Jahr, dann sehen Sie, hier waren die Zahlen bedeutend kleiner, 312, und hier waren sie ja fast nicht vorhanden bei 54, bei 69. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Entweder hat der Herr Wieland hier im Juli massiv Werbung gemacht, hat den Autopilot eingeschaltet, wo die Postings und die Newsletter rausgehen. Kann natürlich auch sein, dass Google eine Änderung gemacht hat, der Google-Algorithmus, und die Webseite vom Herrn Wieland hier besser angezeigt wird. Kann auch sein, wissen wir nicht, aber zumindest hätten Sie die Information hier. Gut, gehen wir nochmal zurück auf die Homepage. Genau, das Ganze können Sie dann entsprechend verändern. Über die Vorschau natürlich auch sich anzeigen lassen, oder Sie können diese Seite auch teilen. Das heißt, wir gehen jetzt außerhalb von diesem Autopilot, klicken Sie hier drauf, dann können Sie sagen, ja, meine Webseite soll gepostet werden bei Facebook, bei Google, bei LinkedIn, bei Xing, bei Twitter, bei WhatsApp, Mailings oder aufs Smartphone schicken oder einen Link kopieren oder einen QR-Code anzeigen. Sie sehen, Sie haben da sämtliche Möglichkeiten, die Sie im Normalfall brauchen, wenn Sie in Deutschland in der Branche arbeiten und hier auf die ganzen Plattformen Zugriff haben. Das, was wir hier haben für die Homepage, das funktioniert natürlich auch für jegliche Kampagnen. Und da schauen wir jetzt rein in die Kampagnen, weil ich habe ja gesagt, Sie können auch Kampagnen machen mit Digidor und die Kampagnen, da gibt es zwei
verschiedene Arten, und zwar entweder die vorgefertigten, das heißt, es gibt solche Vorlagen, die können Sie einfach verwenden. Das sind die sogenannten Anbieterkampagnen, beispielsweise Silber oder Betriebshaftpflicht oder BHV Baugewerbe und so weiter und so fort. Das können Sie frei wählen, welche Kampagne soll verwendet werden. Oder es gibt sogenannte individuelle Kampagnen. Das heißt, Sie müssen keine Vorlage nehmen, sondern Sie können eine komplett eigene Kampagne machen, wenn Sie irgendein spezielles Thema haben, wo es einfach keine Vorlage gibt. Das kann irgendwas sein. Sie können auch komplett eigene Landingpages bauen, beispielsweise wenn Sie einen Messestand haben an einer Messe bei Ihnen in Ihrer Stadt. Dann wäre das ja gut, wenn Sie da gezielt auch Werbung machen können. Beispielsweise, kommen Sie vorbei, nächsten Donnerstag bin ich an der Messe XY, ich habe da einen eigenen Stand, dann bauen Sie sich einfach kurz hier eine Landingpage und dann können Sie da die ganzen Informationen draufpacken. Also, wie wird das Ganze gemacht? Sie klicken auf Neue Kampagne, dann bekommen Sie eine riesengroße Liste mit bestehenden Kampagnen. Da suchen Sie sich entweder einen Anbieter aus, mit dem Sie zusammenarbeiten. Sie können natürlich hier auch gerne die Deutsche Gesellschaft zur Ruhestandsplanung angeben. Wir haben hier auch Kampagnen, beispielsweise für Pflegeimmobilie, Immobilie, NFTs, Edelsteine und so weiter. Das haben wir schon alles vorgefertigt. Oder Sie gehen hier nach Blanko, Premium, Versicherungen für Firmen und Gewerbe. Also da ist alles drin. Nehmen Sie das, was Sie gerne hätten. Ziehen Sie sich quasi eine Kopie aufgrund von der Vorlage und dann wird die Landingpage erstellt. Wenn die Kampagne fertig ist, ich gehe hier einfach mal auf die Silberkampagne, dann können Sie die entsprechend teilen. Sie sehen, da wird automatisch das Logo eingefügt, da werden die Kontaktdaten eingefügt. Das Ganze ist hier entsprechend individuell angepasst auf Ihr Look and Feel, auf Ihr Design ist hier alles drin. Und dann können Sie sagen, so, jetzt Kampagne teilen und dann haben wir wieder dieses Fenster, was wir vorhin schon gesehen haben. Sie können alles individuell anpassen, das steht auch hier, Sie können das individualisieren, Farben ändern, Logo ändern, Eigenschaften, Tracking und so weiter und so fort. Also alles, was Sie machen möchten, können Sie mit diesen sogenannten Kampagnen machen. Ja, dann gibt es weitere Dinge, sogenannte Postings, die sind auch schon fertig, vorgefertigt, in der Regel von den Versicherungsanbietern, aber auch ein paar neutrale. Beispielsweise, wenn Sie hier einfach mal das Thema Grillunfälle, also gezielt zum Thema Grillunfälle reingehen möchten mit Postings, suchen Sie sich da einfach ein entsprechendes Posting aus und auch das können Sie wieder auf den sozialen Medien posten. Da ist der Text schon drin, da sind die Hashtags drin, da ist das Bild schon drin. Da ist alles drin. Das Ganze wurde vom GDV entsprechend hier vorgefertigt und dann klicken Sie nur noch an, wo soll das gepostet werden. Sie müssen sich keine Gedanken machen um die Texte oder Bilder. Die sind hier zentral zur Verfügung gestellt. Dann haben wir das Thema natürlich auch Mailings, was ich Ihnen sehr empfehle. Wir hatten schon den Newsletter, also Sie können das Ganze auch hier automatisieren. Sie sehen das, da wären jetzt zwei Stück geplant. Heute um 17.03 Uhr geht dieser Newsletter raus, sogenanntes Kundenmagazin. Und wenn Sie jetzt sagen, nein, das soll nicht sein, weil ich fahre am Morgen fahre ich in Urlaub für 2 Wochen. Wenn Anfragen kommen, kann ich es eh nicht machen. Dann klicken Sie einfach auf Stoppen, dann ist das Ding gestoppt und es wird hier nichts verschickt. Genau, ansonsten ja, können Sie natürlich auch eigene Newsletter schreiben, eigene Mailings können Sie hier aber erstellen. Sie haben hier ein Mail-Kontingent von 5000 Mails, kann man auch erweitern, wenn es notwendig ist. Also das ist alles hier in dem Baukasten drin. Dann gibt es eine relativ neue Funktion, ein sogenanntes Link-Verzeichnis. Sie kennen das wahrscheinlich, wenn Sie bei Instagram schon mal reingeschaut haben, da gibt es immer so einen Link und wenn Sie da draufklicken, da kommen Sie auf eine Liste, wo die ganzen Links des Anbieters drinstehen. Also das können Sie auch machen. Sie brauchen kein Linktree, ist der bekannteste Anbieter. Das ist hier alles drin.
Dann gibt es ein Bewertungsmodul, können Sie Bewertungen einholen. Die meisten machen das über, wie heißt das, gut beraten gibt es. Es gibt noch andere Anbieter, die das zur Verfügung stellen. Oder Sie machen die Google-Bewertung, können Sie natürlich auch machen. Und wenn Sie das nicht möchten, dann können Sie hier auch ein eigenes Bewertungssystem erfassen. Und die werden natürlich dann entsprechend auf die Webseite eingebaut. Das ganze Auswertungsmodul schaue ich jetzt nicht an, ist nicht so spannend, aber die Einstellungen, also da auch ganz wichtig. Bevor Sie loslegen oder wenn Sie eine Webseite haben, schon eine bestehende, gehen Sie einfach mal auf den Punkt Einstellungen und klicken Sie jeden Punkt an und schauen Sie, ob das, was hier drin steht, ob das noch stimmt. Also beispielsweise ein Fehler oder eine Unachtsamkeit, was viele machen, die schreiben zum Beispiel in der Vita rein, ich bin 50 Jahre alt und biete das und das und das. Wenn man natürlich jetzt die Webseite 10 Jahre lang nicht anpasst oder die Vita nicht anpasst, dann sind sie 60, aber steht immer noch 50 drin. Das sind so Kleinigkeiten, drum ist es immer wieder mal gut, wenn Sie da drüber schauen. Sie können schauen, was habe ich denn hochgeladen? Sie können eigene Formulare erstellen. Mailings hatten wir schon. Natürlich die ganze Personalisierung, Logo, Bild, Rechtliches. Ganz wichtig, viele Baukästen, es gibt ja Baukastenanbieter wie Sandermeer, Sie können es auch bei IONOS machen oder bei Wix oder Jimdo und so weiter und so fort. Hier ist wichtig beim Digidor-Baukasten, weil der ja für unsere Branche ist, dass hier ganz viele Dinge eben schon fertig drin sind mit den richtigen Vorlagen. Also beispielsweise auch diese Erstinformation, die wir ja immer brauchen. Oder ein Beschwerdemanagement ist auch entsprechend drin. Und Sie sehen, das Ganze wird zur Verfügung gestellt von den Wirt-Rechtsanwälten. Also natürlich ein großer Vorteil, wenn Sie sich nicht um dieses Thema auch noch kümmern müssen. Können Sie die Impressum anpassen, Erstinformation, E-Mail-Signatur, Datenschutz etc. etc. Alles drin. Eine super Geschichte. Gehen wir nochmal zurück. Was haben wir denn da noch? Wir haben noch ganz viele Schnittstellen. Da klicke ich einfach mal kurz drauf, damit Sie sehen, mit wem Sie sich denn hier verbinden können. Also Sie können natürlich auch Rechner einbinden beispielsweise oder Angebotsprogramme von den verschiedenen Anbietern, die hier angeschlossen sind. Gibt es ganz viele Schnittstellen. Sehen Sie hier die ganzen Logos. Es gibt Geldanlage Investment im Moment erst ein Anbieter. Dann gibt es natürlich auch Puls, die hier verbunden sind, Vereine und Verbände, soziale Netzwerke, können Sie sich verbinden. Ist natürlich auch notwendig, wenn Sie dieses automatische Posting aktiviert haben, müssen Sie sich hier verbinden. Und dann gibt es noch einige Softwareanbieter, Stichwort Vergleichs- und Angebotsrechner. Können Sie alles nutzen? Was haben wir noch? Social Media Links, ja, auch das immer wieder gut. Ich sehe gerade, der Kollege Wieland könnte hier noch ein paar Dinge ausfüllen. Also Sie haben ja, wenn Sie einigermaßen aktiv sind bei Social Media, haben Sie ja verschiedene Profile, die können Sie hier erfassen. Also hier beispielsweise LinkedIn, einfach den Link eingeben. Dann ist das miteinander verknüpft. Das könnte man noch machen. Suchmaschinen, ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja gesagt vorhin in der Präsentation, Seitenbeschreibung, Keywords, Schlüsselwörter etc. etc. sind relativ wichtig. Da könnte man hier auch noch ein paar Dinge ergänzen. Einfach hier schreiben, um was geht es überhaupt bei der Webseite generell? Welche Schlüsselwörter sind interessant? Und so weiter und so fort. Der Rest ist eigentlich okay. Das könnte man noch ergänzen, teilen und empfehlen. Da gibt es so einen Tracking-Link-Generator, der ist auch ganz interessant, den haben wir mal angefordert. Das wurde extra für uns programmiert. Wenn Sie, das erzähle ich Ihnen nächsten Dienstag, das würde jetzt zu stark in die Tiefe gehen, Tracking-Analyse. Sie können natürlich auch Ihre Domains verknüpfen mit der Webseite. Sie können Zusatzdomains nehmen, wenn Sie zum Beispiel zwei Domains immer verwenden und beide sollen auf die gleiche Seite gehen, können Sie das auch hier entsprechend eingeben. Sie können Mailadressen hinterlegen. Sie können auch eigene Mailadressen
hinzufügen. Also wenn Sie beispielsweise einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin haben und die sollen auch Mails empfangen, das können Sie auch hier einstellen, damit Personen, die zum Beispiel über eine Unterseite auf ein Spezialgebiet antworten per Mail, dass es automatisch an die richtige Person geht. Solche Dinge. Sie können Weiterleitungen machen. Also Sie haben hier ein komplettes Mail-System ebenfalls noch drin. So, das zur Übersicht von Digidor. Ich hoffe, Sie haben hier einen Einblick bekommen. Jetzt gehe ich mal auf Freigabe beenden. Schaue, dass Sie wieder die Präsentation sehen. So, Sie müssen die Präsentation sehen. Ja, jetzt möchte ich Ihnen einfach mal die Möglichkeit geben, rechts unten im Chat Ihre Fragen zu stellen oder vielleicht haben Sie Anmerkungen oder möchten noch etwas sehen. Da ist eine Frage drin, können Canvas-Vorlagen auch verwendet. Also Sie können, wenn Sie mit Canvas arbeiten, ja, Sie können natürlich alles hier nehmen, mit Canva erstellen und hier hochladen. Eine direkte Verknüpfung von Canvas und Digidor gibt es so nicht, aber Sie können Ihre Dinge erstellen und dann hier entsprechend hochladen. Also, wenn Sie eine Frage haben oder einen Wunsch haben, dann können wir das kurz anschauen, dann schreiben Sie das einfach rechts unten in den Chat. Wenn nicht, würde ich Ihnen noch kurz zwei Dinge zeigen. Und zwar würde ich Ihnen noch zeigen, wie Sie im Internet Bilder generieren mittels KI kostenfrei und wie Sie Texte erstellen oder zumindest Ideen für Texte bekommen. So, jetzt sind gerade noch Fragen reingekommen, die mache ich natürlich zuerst. Wann wird der Investmentbereich erweitert? Momentan ziemlich versicherungslastig. Ja, das liegt daran, dass Digidor bzw. Experten-Homepage ursprünglich aus dem Versicherungsbereich kam. Das andere ist die Kampagnen zu Investments. Die haben wir gerade fertig gemacht. Die werden jetzt dann veröffentlicht. Das ist zum Beispiel die Dividendenstrategie. Da haben wir eine neue Kampagne gemacht und für den Depotcheck haben wir eine Kampagne gemacht. Die werden jetzt dann veröffentlicht. Die kann dann jeder nutzen, der natürlich auch entsprechend diese Dienstleistung anbietet. So, jetzt schauen wir mal kurz, was wir hier noch haben. Hilfe zur Erstellung der Seite haben wir schon gehabt. Kann man ClickFunnels erstellen? Also, ClickFunnels ist ja ein Funnel-System. Das geht hier nicht. Also, so ein Funnel-System lebt ja vor allem auch davon, dass Automatisierung gemacht werden kann. Das kann man hier mit dem Baukastensystem nicht machen. Es gibt keine Automatisierung. Also indem ich zum Beispiel sage, der Kunde trägt sich ein, bekommt dann nach einem Tag eine Mail, nach 3 Tagen eine Mail, nach 5 Tagen eine Mail. Das geht hier nicht. Es ist keine Automatisierung drin. Gut. Wo lerne ich diese vielen Ressourcen richtig nutzen? Ja, da gehen Sie am besten auf diese Seite, die Sie jetzt hier noch sehen, Homepage. Da gibt es nämlich jede Menge Videos zu dem Thema. Ach, das machen wir. Ich zeige Ihnen das nachher noch, was Sie da alles finden. Wir haben fertige Videos gemacht zu dem Thema oder wie gesagt, nächsten Dienstag zeige ich Ihnen auch noch gerne die eine oder andere Lösung. So, was haben wir noch? Schauen wir kurz. Kann man diese Homepage neben der alten führen? Also es ist so, Sie können natürlich so viele Homepages machen, wie Sie möchten. Das heißt, Sie haben zum Beispiel eine Lizenz für den alten Baukasten oder für den neuen, dann hätten Sie beides. Sie brauchen aber den Zugang für den alten und den neuen in dem Fall. Sie können aber sagen, Sie haben noch den alten Baukasten, möchten den überführen in die neue Welt, dann haben Sie Ihre Webseite natürlich in der neuen Welt. Das geht nahtlos, das ist sofort online. Von dem her brauchen Sie dann eigentlich nicht zwei Webseiten nebeneinander. Wenn die alte Homepage natürlich bei einem anderen Anbieter ist, wie zum Beispiel IONOS oder Sie haben eine WordPress-Seite, ja, dann müssen Sie schauen, dass die beiden parallel miteinander laufen. Kann ich die Menüleiste frei gestalten? Ja, das geht. Also wenn Sie meinen, oben, da wo wir die Punkte mit Ruhestandsplanung, Service, Aktuelles und so hatten, ja, können Sie alles frei einstellen. Auch die Untermenüs beliebig änderbar.
Wie kann man ClickFunnels mit Digido verwenden? Das müsste man in einem persönlichen Gespräch besprechen, was da die beste Möglichkeit ist und vor allem auch, was das Ziel davon ist. Okay, gut, das war die letzte Frage. Dann zeige ich Ihnen noch kurz als Bonus, wie Sie Bilder und Texte erstellen können. Wenn Ihnen noch eine Frage dazwischen einfällt, dann einfach in den Chat reinschreiben. Wir kommen später nochmal drauf zurück. So, jetzt gehen wir mal auf Bildschirm teilen. Und zwar gehen wir zuerst auf die Texterstellung. Also Sie können ja, die meisten werden schon mal gehört haben, ChatGPT. Es gibt natürlich auch andere Anbieter. Es gibt vor allem auch mittlerweile Gemini von Google, ist auch kostenfrei. Sie müssen halt einfach einen Google-Account haben, aber das hat wahrscheinlich eh schon fast jeder. Rufen Sie auf, also sprich einfach auf Google gehen, nach Gemini suchen, kommen Sie auf diese Webseite und dann können Sie eintippen, was Sie gerne haben möchten. Nehmen wir jetzt einfach mal, warum ist Altersvorsorge wichtig? Ist jetzt klar, ist eine sehr einfache Eingabe, da wird jetzt irgendwas Undefiniertes rauskommen, aber es geht hier wirklich auch um die Ideenfindung und Sie möchten ja Futter für Ihre Webseite haben, damit Sie Ihre Texte ergänzen können. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Thema. Längere Lebenserwartung, Flexibilität, sinkendes Rentenniveau. Also Sie könnten jetzt den Text nehmen und in Digido in ein Textelement reinkopieren, dann haben Sie schon wieder Futter für die Webseite. Bitte immer alles kontrollieren, ob das auch wirklich stimmt. Manchmal liefert Gemini oder andere Tools natürlich auch ja, etwas komische Texte, aber hier ist schon mal ein Ansatz, wie Sie an Informationen kommen. Also, das ist Gemini. Jetzt schauen wir uns noch die Bilderstellung an. Ups, das war falsch. Die Bilderstellung haben wir hier. So. Sie bekommen den Link dann auch gleich im Chat. Den kopiere ich Ihnen noch rein. Und zwar, ich habe hier einige so Bildgeneratoren selber gemacht. Die können Sie verwenden. Sie müssen lediglich bei diesem Anbieter Glyph müssen Sie sich mit Ihrem Google-Konto verwenden, dann können Sie 20 Bilder machen pro Tag, aber es ist kostenfrei. So, und da können Sie beispielsweise den DGFAP Image Generator nehmen und der ist schon ganz gut. Sie sehen hier die Bilder. Wenn Sie beispielsweise ein Bild brauchen von und Frau über 60 Jahre alt spazieren am Strand. So, das wäre jetzt so eine typische Eingabe. Sie sehen, es dauert 19 Sekunden. Sie können hier problemlos auf Deutsch eingeben, was Sie gerne haben möchten. Je genauer, desto besser, weil, wie gesagt, das Bild wird dann nach Ihren Anforderungen erstellt. Und hier haben wir jetzt das Bild. Ja, ich glaube, der war sogar ein bisschen schneller wie 19 Sekunden. Nehmen Sie das Bild, klicken hier auf Download. Sie haben sämtliche Rechte. Es gibt hier keinen Fotograf, es gibt die Personen nicht. Das ist frei erfunden aus dem Computer. Sie müssen lediglich ein bisschen schauen, ob das auch passt hier. Manchmal gibt es Bildfehler, aber in dem Fall schaut das super aus. Können Sie einfach verwenden, runterladen, auf Digido einbauen oder auch, wenn Sie nicht bei Digido sind, auf Ihrer anderen Webseite oder im Blog oder wo Sie möchten. Können Sie eins zu eins verwenden. Auf jeden Fall eine sehr gute Bildquelle, die genau die Fotos liefert, die Sie dann entsprechend brauchen. Und das Coole ist, Sie können natürlich auch Bilder erstellen, die kein Fotograf machen könnte. Beispielsweise, wenn ein Auto von einem herunterfallenden Satelliten getroffen wird. Das sind so Bilder, die finden Sie nicht. Die kann Ihnen auch kein Fotograf liefern. Also da ist es natürlich spannend, das Ganze auszuprobieren. Man kann allerdings auch unglaublich viel Zeit damit vergeuden. Gut, das war die Bilderstellung. Jetzt bekommen Sie noch, wie versprochen, den Link. Habe ich jetzt gleich hier reinkopiert. Gut, dann haben wir noch eine
Wortmeldung der Homepage-Baukasten wirkt sehr altmodisch. Ja, ist natürlich Ansichtssache. Für mich ist die Bedienung sehr flexibel und passend. Also ich komme gut damit zurecht. Man kann die Dinge machen, die man braucht. Das ist alles drin, sind Animationen drin. Ich kann Links-Rechts-Bereiche machen, also links Text, rechts Bild, kann Vollbild machen. Das zeige ich dann alles am nächsten Dienstag, wo da die Tipps und Tricks sind. Also man kann da ja, durchaus sehr ansprechende und funktionale Webseiten damit bauen. Kann ich Menüpunkte mit eigenen Domains bewerben? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da würde ich sagen, das schauen wir uns dann auch noch an im Speziellen. Also Sie können eigene Domains verbinden, Sie können eigene Menüpunkte verbinden. Das geht problemlos. Gut, dann wären wir soweit durch. Was haben wir noch? Genau hier nochmal die Infos. Es gibt Webinare, es gibt Videos zu den ganzen Punkten. Hier nochmal der Link zur Homepage, wo Sie das Ganze finden. Und wie gesagt, Sprechstunde zum Thema Digidoor. Da gehe ich dann gezielt auf Ihre Fragen ein. Da können wir miteinander auch reden. Das machen wir über Zoom dann in dem Fall. Nächsten Dienstag, 10.09. um 9 Uhr. Der Anmeldelink und alles, was Sie dazu brauchen, bekommen Sie dann noch per Mail. So, und jetzt haben wir noch ein, zwei, drei Punkte. Die mache ich noch kurz. Vielen Dank, sehr informell und wertvoll. Vielen Dank, freut mich sehr, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn etwas dabei war, was Sie brauchen können. Da noch, unter welchem Namen sollen wir Fotos abspeichern, damit Sie jetzt auffindbar sind. Da gehen wir nächstes Mal drauf ein. Da gibt es nämlich auch eine neue Funktion in Digidoor. Man kann jetzt auch diese Seiten SEO, also Suchmaschinenoptimierung, kann man noch gezielter machen, zeige ich Ihnen. Kann man KI-Bilder hochladen, sagen, er soll sie optimieren. Da gibt es Tools dazu, zeige ich Ihnen dann auch. Und ja, besten Dank auch. Vielen Dank. Einladung kommt, E-Mail kommt und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche auch wieder dabei sind. In diesem Sinne, Dankeschön für die Teilnehmer und eine wunderschöne Woche. Bis dann.